SL Grade schreibt ja auch teilweise manche Bücher für den Fester extrem, für den Fester. Und ich glaube auch vielleicht Labyrinth-Trilogie von Reimer Weg, von vom Fest extrem verbannt. Es ist echt so. Ist mir auch gefallen, als ich noch nicht, also als ich in einer Beziehung war. Dieser Moment, wenn du deinen Partner küsst und alle um dich herum wegschauen. Es ist lustig. War da ein Buch für euch dabei, das ihr vielleicht schon gelesen für meine Lese-Challenge, für meine Lese und würde mich freuen, wenn, wie gesagt, einfach, ja. Und nee, doch 2x 12. 24 Bücher. Von die ist der Klappe. Dann kommen wir zum Endspurt noch 4 Bücher, 5 Bücher. Google, keine Ahnung, wie man ausspricht. Google. Von Susanne Google. Oder so, wie auch immer. Ja, für 12 Euro. Die letzten zwei Bücher. Das erste. Ich mache ohne weiteres. Ich beginne mit einem. Mosse. Von Kate Mosse. Mosse, wie auch immer man ja ausspricht. Die Feuerheilerin. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Also ich nicht. Sehr viele, die viel interessiert werden. Guter Satz. Rankin, nämlich Rebus von Ian. Von Ian Rankin. Von Harsey Connolly. Connolly. Der Harry. Die Bestimmung? Die Bestimmungsreihe? Ja, es ist ja auch nicht wirklich. Divergent-Reihe. Und ja. Und nicht wissen, wie es erscheint. Sage ich euch jetzt. Das ist ein gebundenes. Dann springen wir 2 Tage weiter. Nein, 3 Tage weiter. So, das waren alle eure Neuerscheinungen für den Monat 2017. Und damit war's mit dem Video. Welche Bücher von. Nein. Mir kommt sie nicht mehr aus dem Kopf. Er hat sich total verliebt in allen 7 Wolken. Allen 7 Wolken. Servus Leute und willkommen zu meinem Lesermonat vom Januar. Etwas verspätet diesmal wieder, aber jetzt kommt er für euch. Mein Lesermonat? Nee, nicht Lesermonat. Also auch Lesermonat, aber nicht nur. Glaube ich. Was ist denn schon? Ich weiß nicht. Das war auf Goodreads schon. Ich glaube 3 Sterne. Nein, 4. Oder? 4 Sterne. Nein, 3. Und dann kommen wir schon zu den neuesten. Zu den.
Weiß echt nicht, wo ich das gekauft habe. Bin echt überfragt gerade, wo ich das gekauft habe. Keine Ahnung. Bist du dann an etwas, auf etwas stoßen, was sie für verrückt halten, was sie aber... Nee, das klingt doof. Bis sie auf etwas stoßen... Nee, was soll denn das? Wie nennt man? Wer heißt das? Der Raum? Sie finden dann einen... Sehr gut durchdacht, Klappe. Zirkusse? Ein Zirkusse geht. Ich bin mit der Kamera nicht so ganz warm, was Video, was videotechnisch betrifft. Ich bin mit der Kamera nicht so... Wie sag ich das? Ich bin mit der Kamera noch nicht so bedient, sag ich jetzt mal, oder wie sag ich das? So warm. Auch kein Das Albert. Ich kann nicht reden. Den findet ich hier. Bier. Wie spricht man den aus? Das englische Bier. Great Beer. Ja. Und zwar Neuzugänge aus den ganzen also die Feste Roma extrem. Die Feste. Habe ich auf dem. Das Schwein habe ich noch nicht gelesen. Da findet ihr meine letzten zwei Videos, die könnt ihr gerne antworten. Das Leute, euch willkommen zu einem Video von mir. Servus Leute, willkommen zu einem Video von mir. Und ja, heute gibt es ein Unpacking. Und zwar vom Booktuber Geburtstagswichtel. Da habe ich auch mitgemacht. Ich bin natürlich der Veranstalter und da mache ich natürlich mit. Und ich habe auch mitgemacht. Daher weiß ich auch, wer mein Wichtel ist. Das ist ein Haar. Oh Scheiße. Toll. Das ist wieder weit aufgegangen. Nochmal. Puh, jetzt wird auch schon. Wie cool. Ich klebe mal den Kleber runter. Gutes Deutsch. Das klingt so cool. Die verschwenderische Proscha. Dankeschön an Seitenliebe, an Christina. Da oben, nein. Servus Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, ich habe so zwei Infos für euch, beziehungsweise Fragen an euch, ob euch das vielleicht... Servus Leute und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich habe mal zwei Infos, die ich euch geben möchte.
beziehungsweise eine Frage, beziehungsweise ein Projekt. Und es gibt jetzt mal. Und dann findest du in der. Klappe. Ja. Und ja. Ich würde sagen, ich glaube, man kann maximal 8. 8. Ja. Entschuldigung. Ihr findet hier noch zwei weitere Videos, die. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Die ihr noch nicht wahrscheinlich gesehen habt. Etwas vor.